wie wäre es, wenn wir doch mal wieder schauen, was unsere gute Discord-Community dagelassen hat. Morgen wieder wegen Männerarsch gebannt werden, gar kein Bock. Klassiker. I sended you a dick pic, please respond auf Ehrenbruder-Basis. Ist so nicht passiert. Nichts gegen Marcel, aber respond von Marcel, weiß ich nicht, ob das kommen würde. Weiß ich nicht. Ich bezweifle es einfach mal. My butthole, time to poop, me sits on the toilet. My butthole, well, no, I'm not doing it. Dude. Also ich weiß nicht. Es sind jetzt natürlich sehr intime Informationen hier von mir, aber solche Probleme habe ich nicht. Oh mein Gott. Es sieht halt echt, es sieht gut aus. Es hätte, ja, könnte so sein. Könnte echt so sein. Morgen Geburt, gar kein Bock. Ey, diese gar kein Bock Memes, Alter. Wahrscheinlich mit Handy hier in der Gebärmutter, so. Alles klar. Bruder. Ey, überleg mal, du gehst in den Supermarkt rein als Lara. Wie waren die drei Namen? Alter, bist du ja auch völlig lost, wenn du dir eine Pizza ziehen wolltest, Alter, und das auf einmal siehst. Dann weißt du, ist alles vorbei. Big Mac. Pann den weg. Snack aus 21614. Wem Big Mac in den Twitter Replies. Was? Wenn. Ach so, wenn Big Mac in den Twitter Replies gespielt wird, wird jeder, der unnötige Sprüche droppt, direkt 2 Wochen gebannt. Big Mac kann nur durch kleine Pizza Margarita mit doppelt Käse, Mais und kleiner Knoblauchsoße gekontert werden. Attacke Bann Def 88. Die Karte wollte ich damals auch immer haben. Das war die einzige Karte, die mir gefehlt hat. Me doing an exam. The ink of my pen. Bruder, Klassiker, kenne ich zu gut. Immer so. Die Stifte sind immer am Arsch. Oder wenn man schnell was schreiben muss. Hab gerade Ofen aufgemacht, um nach Pizza zu schauen. Ich glaube, 400 Grad ist zu viel. Oh mein Gott. Das Ding ist halt eiskalt. Das ist wirklich seine. Also. Der ist halt wirklich knallrot. Das ist hier nicht irgendwie was mehr gemacht. Es ist beängstigend rot. Ich hätte da wirklich Angst vor Hautkrebs, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ja, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Das ist halt das Problem, wenn man morgens die Nachrichten moderiert, Alter. Das würde mir genauso passieren. Okay, Mercedes-Stern und Essen rein. Oh, aber eigentlich gar nicht mal so dumm. Eigentlich gar nicht mal so dumm. Oh, Mann. Ey, Dings, kommt ihr raus? Ja, safe. Dieser eine Freund kann meine Freundin mit... Oder Free Freundin nein. An der Stelle. Einfach nein! Free Freundin an der Stelle. Aber es ist auch immer ein bisschen weird, wenn du im Freundeskreis bist und nur deine Homies chillen und du bringst deine Freundin mit, dann weißt du ja auch, der eine Homie, der seine Freundin mitbringt, der geht vor euch allen. Wisst ihr, was ich meine? Der bleibt nie bis zum Schluss. Es ist Fakt. Ey, als ob das einfach existiert. Das kann nicht sein. Was würde es für einen Sinn ergeben, 2 Toiletten in einem Raum zu haben? Also, dieses Foto... Was? Also, was? Ach, egal. Bedienung, 5 Bier, eure Heiligkeit, sie sagen 2 römische 5. Du gottloser Hund. Okay, alles klar. Gut. Recht hat er. Was? Deaf people after realizing farts make noise. Hey, Mann. Ja, das ist ein Klassiker. Das ist ganz klar ein Klassiker, Alter. Old people don't stare, it's rude. Old people, when they see someone with dyed hair and piercings. Alter, ey, ich sage euch eins. Ich habe meine Tattoos schon, ich weiß nicht, 3 Jahre oder so. Meine Großeltern haben die bis heute nicht gesehen. Es kann, ich sag's öfters im Stream, es kann 30 Grad im Schatten haben. Ich werde mit langen Ärmeln, komme was wolle, zu meinen Großeltern gehen. Wenn meine Großeltern sehen würden, dass ich Tattoo habe, es wäre vorbei. Ich hätte gar keinen Bock auf die Diskussionsrunde. Warum, wieso, was bedeutet das jetzt? Wisst ihr, was ich meine? Niemals, nie, niemals. Gut, guter Spruch, alles klar. Wenn der Mann im Van doch keine Süßigkeiten dabei hatte. Oha, Bruder, also das ist jetzt auch ein bisschen hart, oder nicht? Free SpongeBob, Alter. Leute, die das nie gemacht haben, hatten keine Kindheit. Bro, was? Recht hatte er. Ey, ihr könnt sagen, was ihr wollt, recht hatte er. Grandma, you must get all the girls at school. Ey, das zeichnet Zusammenhalt in der Familie aus, egal wie hässlich du bist. Für Mama und für Oma bist du immer der Schönste. Das ist Zusammenhalt in der Familie. Immer, immer, immer. Man einfach Fortnite spielt im Mediamarkt. Mal gucken, was man halt so kleinen Kindern macht. Oh, er macht nicht den PC aus. Schmutz. Oh mein Gott, was? Ehrenmann. Kelloggs, es steckt ein Tiger in dir. Tiger in mir. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die Jungs aus der Gruppe sind mir heilig. Bruder. Sehr geil, sehr, sehr geil. Oh, Mann. Das kennt man. Das ist wirklich ein Klassiker.
Das ist wirklich ein Klassiker. Wenn man eine Diskussion hatte, die beendet hat und man sich dachte, die waren nicht gut und dann im Nachhinein fallen dir die besten Punkte ein. Ey, wie oft ich schon mit meiner Freundin diskutiert habe und im Nachhinein, wenn sie gegangen ist, fallen mir die Konter des Jahrtausends ein und ich in meinem Kopf ausmale, wie ich sie damit komplett auseinandergenommen hätte mit meinen Argumenten. Aber dann weißt du halt auch, das bringt nichts. So dumm, Alter. Da musst du auch einfach mal als Kind randalieren. Einfach mal sagen, Mutter, verpiss dich jetzt aus dem Scheißzimmer. Wenn du das Licht ausmachst und versuchst, dein Bett zu finden, auch ein Klassiker. When you finally have enough battery to roll over the other side of the bed. Das kennt man auch. Also zumindest kenne ich es. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber zum Teil, manchmal auf Akku warten, ist echt eine sehr, sehr lange Wartezeit, Mann. Also ich kenn's zu gut. Und es ist dann so ein geiles Gefühl, wenn du dich endlich auf die andere Seite drehen kannst. I just saw two blind people fighting. I yelled, he got a knife. And they both started running. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott. Stellt euch vor. Bruder, der ist nicht schlecht. Der ist nicht schlecht. Der ist in Ordnung. Dummer Streamer. Oh Gott. Grüße gehen raus an Kevin. Two wild animals about to have sex. National Geographic Cameraman. Das ist so dumm. Oh, es ist halt wahr. Einer muss ja die Scheiße filmen. Ey. Oh Mann, Alter. Da hätte ich mir auch ein bisschen verstörend vor, Alter. Bruder, wilder Beruf. Dann lieber bei Pornhub. Das sind so Dinge, man hat so locker bei einer Doku das mal gesehen, aber man hinterfragt es nicht. Und wenn man solche Bilder sieht, dann merkt man erst, dass manches echt ein bisschen zu wild auf der Welt ist. Niemand, wirklich niemand. Spritpreise, wenn Ausgangssperre vorbei ist. Diesel 2,22 €. Wahrscheinlich AdBlue 6,66 €. Okay, alles klar. Was? Oha! Was? Ey, was? Alter, WTF. Corbin, ich hab so gut über dich geredet. So, so gut im letzten Stream. Und so kommst du zurück. Ey. Okay, I know this cake is a number one and it says Emma, but it looks like a dick with balls that says wheat. Wo steht da Emma? Hä, wo soll da Emma stehen? Ach so, von oben nach unten. Bro, von oben. Was ist das für eine Geburtstagstorte, Digga? Alter, WTF. Also, komplett lost. Hello, would you like dick pics? No, thank you. Okay, sorry for offering. Thanks for asking first. No problem. So sollte das heutzutage aussehen. Was? Nudes-Kanal? Wir haben keinen Nudes-Channel. Ey, Jungs, warum haben wir einen fucking Nudes-Channel? Guck doch mal rein. Schau doch mal rein, ist nice, hä? Ich will, ist in Ordnung, kann ich reinschauen. Guck rein, ja. Weiß nicht, hä? Vielleicht. So, wir machen weiter. Es freut mich einfach, dass Henry und Mate Robi so eine starke Freundschaft jetzt auch entwickelt haben und einfach den Spaß ihres Lebens hier haben. So dumm. What's the first thing you would do if you were invisible for a day? I would probably fly to Paris, find a street performing... Was? Street performing mime? And beat him to... Alter, WTF. Hä, lacht ihr jetzt über Fing oder was? Hä, wie sprecht ihr denn Fing aus? Ihr macht euch lustig darüber, wie ich einfach Fing ausspreche. Wie schreibt mir jetzt, wie ihr es aussprechen würdet? Fing. Wie würdet ihr es aussprechen? Okay, Fing. Nochmal. Fing. Fing. Ja, Jungs, ihr seid ja, warte mal. Nur, dass wir unter uns. Ich sag jetzt einfach Fing. Fing. Ja, Fing. Fing. Hey, warte mal, Fine, sagst du nochmal. Fing. Na, scheiß drauf. Ja, was soll ich machen? Tine saß im Englischunterricht sie saß in der ersten Reihe. Schon in der 5. Klasse hat sie darauf gewartet, dass sie in der 10. Klasse nach England fährt zur Reise. Was soll man dagegen machen? Ey, ich kann euch nur eins sagen, so wie ich es ausspreche, kann es nicht so falsch sein, okay? Ja, Fine hat sehr gut ausgesprochen. Ja, klappe Fine nochmal. Sehr geil, Fine. Woo! Wir machen weiter. When you fart in the online class and your name lights up. Bruder, Klassiker. Sowas habe ich nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es bestimmt den ein oder anderen Zuschauer schon passiert ist. Unangenehmer Moment. Wenn Sascha im Chat Free Freundin...
So, ich hoffe, dass euch die kleine Meme-Session gefallen hat, auch im Discord. Ich freue mich auf die nächste Session im nächsten Stream.